Birgit, Jovanka, Jascha, Anna und Elias, die hatten vorher immer nur so ein bisschen was gemacht, mal versucht zu programmieren. Und jetzt haben sie sich überlegt, es gibt so viel Doofes, was in der Welt passiert. Eine Sache davon ist das Problem mit den Hühnern. Deswegen haben sie ihr Projekt Safe Chicken genannt und dafür ganz viel gelernt. Was das alles ist, das erklären sie jetzt am besten selbst. Ja, genau. Wir haben eine Website programmiert, die Safe Chicken heißt, weil wir halt mitbekommen haben, dass es viel Massentierhaltung gibt und halt auch Quälerei und wir halt was dagegen tun wollten. Jeder hat sozusagen in der großen Website eine eigene Seite gemacht, die er dann auch einzeln vorstellt. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, vom Ei bis zur Schlachtung, wo es halt ein bisschen darum ging, den Lebensweg der Hühner. Und wir haben uns für das Projekt Wir haben als Techniken vor allem halt den Computer genutzt und da haben wir zum Programmieren der Website HTML und CSS genommen und wir haben uns auf YouTube mehrere Videos angeguckt und auf Seiten von Tierschutzorganisationen uns halt Informationen geholt darüber, wie die Hühner so gehalten werden und ich habe halt eine Seite gestaltet über die Qual der Hühner, weil das halt ziemlich schlimm ist, was da in den Massentierhaltungen passiert. Es gab natürlich einige Probleme bei unserem Erstellen der Webseite. Zum Beispiel, dass wir einfach nicht immer genügend Informationen bekamen oder wenn das, was wir suchten, das einfach nur nicht komplett angegeben wurde, sondern nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was eigentlich gesucht war, erwähnt wurde. Dann hatten wir noch das Problem, Bilder zu finden, um die legalen zu finden und sie dann auch benutzen zu dürfen. Und die anderen Dinge. Und wir konnten einfach nicht so gut programmieren, also haben wir noch einen Anfängerkurs gemacht, damit wir alle programmieren lernen, um diese Webseite zu erstellen. Mein Thema war Küken schreddern. Das ist sehr qualvoll und das war einfach so, stellen wir das lieber mit einer Frage. Wusstet ihr, dass im Jahr 50 Millionen männliche Küken geschreddert werden, weil sie einfach nur für die Wirtschaft nutzungsunfähig sind? Das hatte ich davor auch noch nicht gewusst. Und jetzt weiß ich es und ich finde es einfach nur scheiße und denke, dass man was dagegen tun könnte oder einfach eine andere Alternative finden sollte. Dann die Frage, wie kann man unser Projekt erweitern? Es wäre schön, wenn sich Leute damit beschäftigen und vielleicht können sie ja auch irgendwelche Technologien einsetzen, um dass die Arbeit von den Menschen leichter gemacht wird und für die Tiere halt ein angenehmeres Leben ist. Und wir wollten halt damit bezwecken, dass die Massentierhalter lieber auf artgerechte Biohaltung umsteigen. Und dass es den Tieren besser geht. Wir möchten, dass die Menschen ökologischer leben und auch auf Massentierhaltung halt verzichten. Und ich habe da eine kleine Tabelle gemacht, die den Vergleich die den Vergleich halt da zeigt. Und die Seite, wo wir den Kurs drauf gemacht haben, ist die Can Akademie. Und dort ist sowohl für HTML und CSS was. Und der Code, den sieht man jetzt hier. Hier ist der Code. Und das hier zum Beispiel, die Namen, die werden dann hier oben gezeigt. Und wer Lust hat, sich jetzt auch weit mit HTML oder CSS zu beschäftigen, kann ja mal gucken, ob er da was findet.